Hey ho, liebe Minenarbeiter und Innen, ich bin, wo bin ich denn überhaupt? Ja, wo bin ich denn? Ich bin in meinem Sadomaso-Keller. Ja, ich wollte mir gerade nochmal so ein paar so Inspirationen holen, hier mir den Segen holen, so. Ja, eigentlich wollte ich nur nach Bad Schönfeld zurück, um neuen Koppelstein zu besorgen. Ihr wisst, in der letzten Folge war ich noch sehr, sehr vertieft beschäftigt an einem neuen Gebäude in der Station 74. Ich bin auch tatsächlich da noch ein bisschen weitergekommen. So viel kann ich euch schon mal verraten. Aber tatsächlich ist mir wirklich der Koppelstein ausgegangen und ich musste mal zurück nach Bad Schönfels. Und wo ich schon mal einmal hier bin, habe ich natürlich mich auch sofort mal zur Amy Winehouse Höhle aufgemacht, wo es mal wieder grunzt, ne, und rülpst. Ja, ich weiß, wo ihr seid. Dahinter seid ihr alle. Ne? Brauche ich keine Angst vor haben, die können da nicht raus. Ich gehe mal den alten Weg und ihr seht, ich habe auch immer noch, bin ich immer an meinem Tech-Shop-Pack am Testen. Neuen Schönstein gemalt und jetzt, ich finde den eigentlich ganz gut langsam. Also jetzt gewöhne ich mich doch allmählich dran. Okay, jedenfalls wollen wir mal sehen. Unten habe ich noch eine kleine Sache geändert. Ändert. Ach, guck mal, wen wir da haben. Eine Begrüßung. Wie freundlich. Wie freundlich von. Ach, guckt euch das mal an. Ja, und nicht nur die Slimes erfreuen unser Herz. Nein, nein, sondern es ist auch endlich. Oh, es ist doch endlich soweit. Okay, Moment, Sekunde. Ich werde mal eben versuchen, die Slimes hier irgendwie loszuwerden. Ich brauche definitiv im Moment keine Slime-Bälle. Das ist. Das ist schon mal klar, also, na komm. Bin gemein, ich weiß, aber das zischt immer so schön. Pass mal auf. Ja, noch ein Stück. Wie ich mich kenne, werde ich jetzt sofort. Futsch, ne? Wie ich mich kenne, werde ich gleich selber hier in der Lava verdampfen. Da war doch noch einer. Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Was machst du denn da? Ja. Mensch, ich will hier meinen Zuschauern zeigen. Meinen Zuschauern zeigen, was ich hier gemacht habe. Und du. Komm her. Jetzt. Genau. Puff. Okay. Also nach wie vor, Gott sei Dank, funktioniert das immer noch sehr schön. Dass hier die Slimes spawnen wie bekloppt. Große und auch kleine. Ich weiß, ich habe mal irgendwas erzählt von wegen, ich würde die gerne wachsen sehen. Ne? Ja, das war irgendwie so ein Spleen von mir. Ne? Die wachsen überhaupt nicht. Ne? Das war wieder so ein typischer Vorbuddler, so, ne? So nach dem Motto, ich bilde mir das jetzt mal ganz doll ein und dann wird das schon funktionieren. Ne? Aber Notch's Computercode kennt da, glaube ich, keinen Spaß. Ach, an den Slimeball komme ich jetzt nicht ran, wegen dem Baum oder wegen des Baumes, vielmehr gesagt, ne? Ist mir jetzt aber völlig wurscht. Ich brauche, wie gesagt, nicht. Endlich ist das Gras unten angekommen und hat sich auch schon auch wirklich. Also, solange es hier, ja, sobald es hier unten war, hat es sich doch echt auch recht schnell ausgebreitet. Hier die Strecke hier runter, diese Stufe, also das war ewig gedauert, stundenlang in Realtime, also ätzend, ne? Ja, schön, hell habe ich es gemacht, schön, es sollte hell genug sein, ne? Und endlich kann ich dann auch mal anfangen, hier so ein bisschen zu planen, wie ich den weiterbauen will. Und so habe ich jetzt erstmal diesen Baum da in der Ecke nochmal ein bisschen verändert. Und ich habe vor, den jetzt so ungefähr baugleich in alle Ecken zu pflanzen. Passt mal, aber wie habe ich das überhaupt gemacht, ey? Ach so, ja. Da wollen wir doch direkt mal versuchen. Wir müssen jetzt da hinten so einen Hohlraum ruhig lassen. Bisschen Material sparen, ne? Die Bäume habe ich mir nämlich extra oben in der Baumschule geholt. Und da so ein paar Mal nachgepflanzt mit Dingensbummens. Hier, Knochenmark, ja. Ah ja, okay. Das machen wir jetzt hier mal so zu. Das war, glaube ich, sogar gar nicht so schlimm, wenn ich das hier so. Ja.
Es kann ruhig so ein bisschen, so die Äste, die hier, die Verzweige, die Wurzeln, die können ruhig etwas verschiedenartig sein. Ich wollte nur oben vielleicht mal gucken, dass man... Na. Ja, seht ihr, ich habe auch gar nicht so viel Holz dabei. Und hier diese Ecke, die würde ich jetzt auch gerne auch mal mit Schönstein ausbessern. Ist jetzt sinnlos, weil man das da nicht sieht. Na. Ja. So, und dann hier noch zwei so Arme dran. Und an die Ecken da, da gehe ich jetzt mal. Erde brauche ich ein bisschen in meinem Slot. Laub sollte mir auch noch etwas reichen. Das ist ja sehr schön. Ja, das ist einfach, ne? Bisschen mehr mit Plan, ein kleiner unterirdischer Dschungel, und das sollte so eine Art Garten werden, ja, hier ist vielleicht so, ja, eine Schaufel wäre jetzt nicht schlecht, habe ich aber nicht dabei, das weiß ich auch so schon. Ja, es soll so eine Art Garten werden, wo man so ein bisschen Lust wandeln kann, wo Wasser durchfließt. Das finde ich jedenfalls sehr gut. Ich muss mal gucken, wie war das mit der Wand? Ja, das ist noch richtig hier. Mal eben ausbessern, die ganzen Schrottteile hier. Hab ich den da noch ran? Ein bisschen zielen? Na komm, na komm. Nee, aber da schaffe ich einen hin, aber... Naja, sollen wir da jetzt so... verzagen. Gut. Pass auf, jetzt soll das nämlich jetzt hier praktisch... Diese Stufe ist okay, aber dann ab da soll wieder alles... Zwei Bahnen so nach oben weggehackt werden. Ausgehöhlt werden. Die ganze Decke, damit die auch noch irgendwie so ein bisschen... Ne? Nicht unten hui und oben fui, ne? Sondern richtig schön. So... Ja, ich brauche dringend Werkzeug, also sonst macht das keinen Spaß. Das ist also ganz klar. Klarer Fall. Ich sehe schon, ich fühle praktisch, dass einige von euch sie auch schon wieder ihre Augen verdrehen, ne? Weil ich da so mit meinen puren, also mit meinen bloßen Fäusten die Erde abhacke. Statt mir mal jetzt eine Schaufel zu besorgen. Machen wir das mal so. So eine Art, so eine Wurzel. Da vielleicht nochmal so den Arm so ein bisschen länger vielleicht, oder? Also der muss sowieso da noch ein bisschen länger gemacht werden. Hab ich noch gar nicht gemacht. So, reicht das. So, und jetzt wird das ein bisschen begrünt, und zwar... so hier hinter, so. Trödele, trödele. Ja, ruhig noch ein bisschen hier so rüber. Ja... Na, schön, schön ist das. Die Geräusche faszinieren mich immer wieder, also nach wie vor. Ja, auch nach all den Jahren, in denen man jetzt Minecraft schon spielt. Na komm. Ja. Mhm. Ja, ist doch okay so. Das ist ja erstmal so, damit zu arbeiten, ist das okay. Jetzt schaue ich mal genauer in mein Inventar. Ich muss mal eben zur Kiste gehen. Ganz klarer Fall. Ich hatte jetzt auch noch ein paar Sachen mitgebracht an Grünzeug. So ganz ohne Sinn und Verstand einfach mal, was weiß ich, Zuckerrohr eingepackt und Bäume irgendwie, und damit ich hier schon mal irgendwas habe. Ach ja, hier Pilze wollte ich auch noch vielleicht anpflanzen, ne? Oh, der besagte Wassereimer ist schon, aber hier habe ich sogar noch einen, ne? Lass ich erstmal hier stehen. Okay, ein bisschen, ach, ja, okay, Holz haben wir ja. Ja, verbrate ich jetzt lieber noch ein... Ach so, ist alles da. Verbrate ich jetzt lieber mal ein wenig, von dem Birkenholz. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen will zum Verzieren hier unten. Ich finde, das sieht draußen doch etwas schöner aus.
Okay, ja, machen wir mal ein paar Hacken. Fällt mir nämlich noch gerade was Siedenteils ein. Und zwar unten der Lavaraum, den wollte ich jetzt mal wirklich anschließen lassen. Erstmal so viel, das reicht ja, sonst ist das Inventar wieder so voll. So, und wenn es nicht genug ist, dann werden wir einfach wiederkommen. Den Lavaraum wollte ich etwas mehr hier anschließen, weil auch das ganze hoch und runter gezumpelt hier, das muss alles noch anders gemacht werden. Das nervt ja entsetzlich, da immer so im Zickzack hoch und runter zu klettern. Deswegen hau ich jetzt hier einfach mal alles kaputt. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen. Ja, auf so einer Viererhöhe ist das doch mal sehr angenehm. Ja, Leute, und inzwischen bin ich auch so ein bisschen hier im Nirvana, sage ich jetzt mal beim Drehen. Ne? Ihr wisst, ich drehe immer so Sessions oder so, wenn ich Zeit und Bock habe. Und es ist gerade im Moment so, dass ich mir schon langsam sehr unsicher werde, ob nicht Beta 1.8 schon draußen sein wird, wenn diese Folge hier veröffentlicht wird. Ne? Also es kann gut sein. Ne? Meinen Berechnungen nach, es kann passieren. Ne? Aber wenn nicht, dann wird es trotzdem langsam knapp. Ne? Ich sag's nur einfach mal so, nicht jetzt wundern von wegen, weil ich noch nicht hier irgendwie auf irgendwelche 1.8 Features eingehe. Nein, das ist jetzt hier noch auf 1.7 gedreht, das Video. Und das ist völlig klar. Solltet ihr verstehen. Ich freue mich sehr auf 1.8. Ne? Ich mache mir auch so jetzt so Gedanken, was ich dann so dann wohl mache da. Ne? Gut, aber wie gesagt, das ist jetzt auch noch eben halt dieses besagte Nirvana-Situation, wo man echt nicht weiß, kann ich jetzt hier was darüber erzählen oder lohnt sich das nicht, weil das dann schon alles bekannt ist oder ich schon längst andere Videos dann dafür mache, keine Ahnung. Also, ne? Warten wir es einfach mal ein bisschen ab und seid halt nur nicht verwundert. Oh, da ist ja auch noch so, ja, da war es ein komischer Wasserfall noch daneben an, ne? Das ist sehr merkwürdig. Ja, seid halt nicht verwundert, wenn ja, ich hier noch so alte Sachen zeige, so alte Kamelle, sag ich mal. Obwohl das Video jetzt ja für euch richtig neu ist. Gold! Herrlich, ich habe Gold gefunden. Es lohnt sich doch so tief, irgendwelches Hallen auszubuddeln. Das ist ganz offensichtlich der Fall. Nur das alte Problem. Habt ihr in der Kiste gerade beim Gucken zufällig eine Silberhacke gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich befürchte, ich habe jetzt natürlich auch wieder keine dabei. Doch, ich habe, glaube ich, eine dabei. Ich habe, glaube ich, noch eine dabei. Ich schau mal eben nach. Es wäre jetzt zu. Aber wir müssen auch aufpassen, dass uns das jetzt nicht in die Lava fällt, ne? Obsidian bringt mich natürlich jetzt auch auf eine Idee. Ja, das ist jetzt eben auch nochmal so eine wackelige Angelegenheit. 1.8 oder nicht 1.8 oder wie oder wann kommt dieses Video jetzt, ne? Also jetzt im Moment würde ich natürlich gerne langsam mal auch ins Nether aufbrechen, aber andererseits kann es ja sein, dass dort auch sehr viele Neuerungen mit 1.8 eingeführt werden. Es ist ja alles jedenfalls mal so angeklungen. Und das würde ich natürlich gerne mitnehmen. Also eigentlich denke ich, jetzt gehe ich ins Nether erst in 1.8. So, na, wahrscheinlich, vielleicht hat sich das jetzt sowieso, was ich erzähle, völlig erledigt. Weil 1.8 schon längst draußen ist, so, keine Ahnung. Ne? Na, ich werde jetzt in den nächsten Folgen mal sicherheitshalber nicht ins Nether gehen. Ja, hilft auch nichts. Wir haben ja jetzt auch überhaupt keine, wir haben auch keine Diamanthacke, um das Obsidian abzubauen und auch keine Silberhacke für das Gold. Und das ist natürlich nicht so schön. Ich möchte es aber jetzt machen. Jetzt laufen wir einfach nochmal eben. Das geht ja immer doch recht schnell, dank unseres Bahnhofs. Man kann auch zu Fuß sehr schön zurücklaufen. Das ist eine ganz tolle, feine Sache. Zurück nach Bad Schönfels. Ach, mir gefällt der Schönstein jetzt irgendwie. Mir gefällt er. Ich laufe jetzt mal zu Fuß. Ah, nee, dann muss ich auch wieder so zu Fuß kommen. Naja, ich nehme jetzt den Zug, komm. Das ist doch jetzt.
Ich bin zwar nicht fußkrank, aber gut. Ich fahre halt so gerne mit dem Zug. Ja, wo wir jetzt gerade so ein bisschen zurückfahren, ist doch vielleicht keine schlechte Idee, auch nochmal eben auf die Projektwand zu gucken, um mal zu sehen, was hat sich denn da jetzt inzwischen mal getan. Ich habe da schon länger nicht mehr drauf geguckt und gucken wir mal einfach. Ja, vorher hole ich mir jetzt mal, bevor ich es doch wieder vergesse, das passende Werkzeug, was ich brauche. Soll ich das. Oh, habe ich eigentlich schon mal irgendwie Obsidian gesammelt? Nee, ne? Aber ich bin doch der Meinung, ich habe. Oh, das ist schon so lange her. Das ist so lange her. Habe ich nicht mal eine Diamanthacke gebaut, um dann in der Goldeihöhle nach Obsidian zu hacken? Wir schauen einfach nach. Was haben wir denn hier auf unserer Projektwand? Eine Eisenbahn wollte ich bauen, wohin auch immer. Ja, das haben wir inzwischen aber nun wirklich schon vor längerer Zeit erledigt. Der Garten oben ist inzwischen eine ausgewachsene Baumschule, die auch sehr gut funktioniert. Kann weg erstmal. Tunnel ins Goldalltal erkläre ich jetzt auch erstmal. Also es gibt ein paar schöne Verschönerungen, die kann man da noch machen so. Und aber wir haben den schon sehr schön ausgebaut eigentlich. Ja, diese Sachen, die können alle stehen bleiben. Mondstation sowieso, ne? Station 74 heißt das übrigens. Das ist aber jetzt sowieso klar. Wir schreiben es mal ganz nach oben. So. Station 74. Der obere Rundgang, ja, das könnten wir vielleicht auch mal anfangen, wo wir hier sind, weil ihr euch wahrscheinlich da noch gar nichts drunter vorstellen könnt. War auch, ist schon viele Folgen her, da habe ich das mal anklingen lassen. Hafenanlage E, ja. Würde ich gerne auch mal machen, aber ja, ich bin eben wegen 1.8 jetzt auch mal langsam so ein wenig skeptisch, ne? Was machen wir dann, wenn das rauskommt? Machen wir vielleicht eine längere Reise? Fangen wir woanders an, eine Stadt aufzubauen oder so? Heben wir uns dieses Projekt dann eher für später? War keine Ahnung, ne? Bettenetage ist eigentlich auch, braucht man jetzt eigentlich nicht, kein Schild mehr, weil was man da noch plötzlich spontan für Ideen hat. Es hängt ja schon so lange, so nach dem Motto, wir könnten da noch was tun, aber wir sind bisher nie dazu gekommen. Nesser Ausflug habe ich vorhin drüber gesprochen, unterirdischer Dschungel sind wir gerade dabei. Also, hat sich doch jetzt schon einiges getan an der Projektwand. Wir waren fleißig. Wir können ja noch mal ein bisschen auf die Naturgesetze gucken, bloß mal so für die Leute, die das noch nicht kennen. Ne? Und auch hier Grundsatzinformationen zu dem Seed und meiner Homepage. Alles klar, ich gehe jetzt, weil ich es wissen will, in die Goldeihöhle. Da kann ich aber eigentlich auch nur, da gehe ich auch zu Fuß hin. Ist ein Tag draußen. Ich hoffe, es ist hell draußen. Gucken wir mal. Boah, da war ich auch lange nicht. Ich habe, glaube ich, jetzt. Uah. Es ist immer unheimlich. Seht ihr hier diese Stellen, ne? Die könnte ich natürlich gerne noch ein bisschen ausbessern. Im Zweifelsfall einfach nicht stehen bleiben und schön weiterlaufen. Ja, den Weg, den wollte ich auch noch, weil es ist der Weg zur Goldeihöhle, ne? Das wäre auch noch was für die Projektwand. Da sind wir auch schon. Prima. Auch relativ ausgebaut. Also mir gefällt der Schönstein. Das sieht toll aus, finde ich. Also mir gefällt's. Das ist ja immer so, dass man, wenn man überhaupt nicht dran denkt, darauf zu achten und plötzlich fällt einem auf, dass irgendwas besonders Schönes oder eben besonders hässlich. Ja. Hier will ich hin. Das ist ja sogar mal gut gegangen. Komm, jetzt enttäusch mich nicht. Ich habe doch eine Diamanthacke mal gebaut. Das weiß ich doch ganz genau. Aber offensichtlich ist das nicht so. Und da unten ist nämlich das Obsidianfeld. Und das ist auch noch kompletti. Also, da war ich dann wohl doch noch nicht. Das war wohl dann ja, eine Einbildung, ne? Frei nach dem Motto, eine Einbildung ist auch eine Bildung. Ach ja, gut, dann eben halt wieder zurück. Wir haben auch Schilder hier, damit wir den Ausgang finden.
Ach, wenn doch alle Höhlen so schön ausgebaut wären. Ja, aber netter kleiner Abstecher, völlig umsonst. Ja, brauche ich wohl. Ist jetzt ja nicht akut wichtig, aber wir merken uns das jetzt einfach mal, dass wir noch keine Diamantwerkzeuge hergestellt haben. Ist ja klar, weil ich ja sowieso immer die ganze Zeit, ne, völlig spare. Okay. Sogar ein bisschen Geröll dabei. Wenigstens etwas. Die Taschen wieder frei. Das ist immer so schön hier. Herrlich. Ja, okay, dann laufe ich halt zur Amy Winehouse Höhle wieder zurück und guck mal da unten im Garten wieder weiter. Ne? Stört mich doch nicht. Ja, den auch nicht. Der macht auch schön mit. Zack. Ja, genau, wir sichern uns jetzt das Gold. Mit ein wenig. Oh, schon wieder. Und schon wieder Slimes ohne Ende. Ja, was ist denn hier los? Ich habe immer den Eindruck, die spawnen, wenn ich gerade mal wegrenne, ne? Ja, so tun die sowieso. Aber da sind die ja sofort wieder gespawnt. Das ist ja unglaublich. Und der Rasen macht mir jetzt auch eine Freude hier. Ja, der. Ah, hallo, hallo. Ja. Oh, erschreckt. Meine Güte. Das war jetzt wirklich wieder ein ziemlicher, ja, Überraschungskandidat. Boah, ist ja voll von den Viechern. Ja, ich hänge mir ja mal lieber ein paar Fackeln noch hin. Das war ja jetzt aber wirklich knapp, ne? Gut, dass wir eher im Bedrock sind, da kann der nichts kaputt machen. Nicht so viel jedenfalls, ne? Ist übrigens wirklich Bedrock, ne? Also, englische Wort für Bett, ne? Hat nichts mit Bad zu tun, schlecht oder so. Schlechtstein, ne? Nö, nö, hier ist ja alles schön gebettet. Grundstein sagt man auch auf Deutsch, ne? Es gibt's oft in Computerspielen, in dem man so auf den Boden sich graben kann irgendwie, damit man dann halt nicht in die Welt fällt, also ins Universum, ins Nichts. So, dann hole ich mir jetzt sofort das Gold und bringe es in die Kiste. Dann hack ich hier weiter auf. Diesen Anblick, den gestatte ich euch noch. Ja, den teile ich mit euch. Das noch mehr. Boah. Ah, wie komme ich denn da jetzt ran? So, das, ja, komm, das machen wir lieber auf Nummer sicher, ne? Hol mir das mal so selber höchstpersönlich. Bevor es da in die Lava fließt. Schön. Na also. Gut, das bringe ich jetzt weg. Dann haben wir es schön verwahrt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, ja, dann gucke ich. Ich bin jetzt mal ganz spontan, ich weiß jetzt eh, ich drehe jetzt einfach mal. Wenn die Folgen sich überlappen mit 1,8, ja, dann haben wir halt Pech gehabt, dann müsst ihr eben doch mehr von mir angucken. Und, was weiß ich, ne? Muss ich mal ein paar Doppelfolgen rausschmeißen oder keine Ahnung. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch beim Craften. Euer Vorbuddler. Ciao.